Freunde, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu Let's Play Minecraft. Mein Vlog, mein Game, mein irgendwas. Ich hatte irgendwie versucht, Bewohner einzusperren oder so. Irgendwas hatte ich gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Sekunde, ich mach das mal gerade hier. Das muss da mal weg. Alles gut. So, liebe Leute, von heute, von morgen, von Norden bis Süden bis Westen. Wir sind mal wieder in dem regulären Minecraft-Let's Play. Das kam jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Einmal hatte ich irgendwie gehofft, ich würde die Zeit finden, mein Texturenpack zu updaten auf die 1.9-Version. Das habe ich nicht geschafft und dann habe ich halt in der Zeit halt einfach auch nicht aufgenommen. Ich gedacht habe, ja, vielleicht kriege ich das ja aber doch noch irgendwie hin. Dann habe ich mich schon mal so ein bisschen umgeguckt, mir so ein Schild gecraftet und mal geguckt, wie das so funktioniert alles. Mit den ganzen Erneuerungen und so. Habe davon mir auch nur die Hälfte angeschaut. Also zeittechnisch ist bei mir momentan so ein bisschen kritisch. Und Minecraft ist ja immer so ein Projekt, das kann ich auch nur aufnehmen, wenn ich richtig Bock dazu habe. So richtig Lust habe, was aufzunehmen. Und da hatte ich so ein bisschen Struggle, weil mein eigenes Texturenpark war halt nicht. Da sitzen wir uns jetzt dran und arbeiten das richtig aus. Dann die Arbeit am Server, die Arbeit an der Gilde, die Arbeit an anderen Projekten, mein Privatleben. Und ja, mein Privatleben ist doch ein Projekt. Ja, was soll ich sagen? Kam nicht dazu. Und wollte mich dann auch nicht zwingen, irgendwie durchzupowern, großartig Minecraft aufnehmen, ohne dass der Content dahinter, ohne dass da das Herzblut hintersteckt. Weil ich finde, das ist bei Minecraft immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind also jetzt in der 1.9. Punkt, was weiß ich nicht was. Und ich befinde mich jetzt hier ohne meinen Texturenpack, weil das ist aktuell nicht kompatibel zu dieser Version. Wir arbeiten daran, das Texturenpack komplett neu aufzusetzen. Dafür braucht man halt eine vernünftige Struktur und alles. Und da gucke ich jetzt mal, dass ich diese Woche anfangen kann, mich da dran zu setzen. Ja, ist geplant, aber ich weiß noch nicht. Also ich bin momentan sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weswegen ich das nicht, wie Zombie gehört, nicht wage zu beurteilen. Irgendwo ist ein Baby-Zombie, wahrscheinlich wieder unten im Keller. Unten drunter oder sowas. Weiß es nicht, ich habe Angst. Alles gut. Nein, keine Sorge. So, keine Angst vor Baby-Zombies. Schild hier. Ah. Schilde. Ja, Schilde gibt es jetzt auch. Das hat mich so ein bisschen sehr überrascht, dass es jetzt auch so ein Schild gibt. Muss ich auch also das Interface dafür überarbeiten, dass es ein Schild gibt. Und dann darf ich auch selber ein Schild erstellen. Da bin ich schon mal gespannt, was mir da einfällt. Also die Textur vom Schild, was ich daraus machen möchte, sieht ja jetzt hier, ist mehr so eine Art Brett. Oh, ich blocke. Oh, das sieht so toll aus. Oh. Wie das... Alter, was geht mit den Hühnern? Hi, Hühner. Na, warum guckt ihr mich so an? Muss ich mir deswegen Gedanken machen? Super. Ja, so ein Texturenpack wird noch gearbeitet, an 1000 Ecken wird noch gearbeitet. Wir suchen natürlich auch mal fleißige Leute, die mitarbeiten an unserem Server. Soll heißen, wenn ihr Interesse habt, auf einem coolen Server zu spielen, ne? dein-meinekraft.de, alles in der Videobeschreibung, alle Links. Da könnt ihr euch bewerben, da könnt ihr Teil eines großen Server-Universums werden. Und ich renne hier immer noch völlig planlos auf und ab. Ich hatte halt offscreen so ein bisschen geguckt, so was man alles so machen kann. Das ist aber auch schon wieder her. Wollte dann eigentlich aufnehmen, aber das hat nicht so geklappt. Ja, alles anders. Bah, Veränderung. Bah. Ich bin ja nicht so der Mensch für Veränderungen. Also mein aktueller Struggle im RL, dass ich da erstmal voll drauf klarkommen muss. Aber ich bin ja anpassungsfähig. Zumindest war ich das bis jetzt immer. Deswegen mache ich mir da nicht so einen großen Kopf. Aber es frisst trotzdem Zeit. Die Musik ist... merkwürdig, möchte ich sagen. Doch, die Musik ist leicht merkwürdig. Etwas, was wir jetzt endlich mal angehen sollten. Apropos Veränderungen. Wir sollten uns jetzt mal der Veränderung stellen, dort oben den Berg auszuhebeln, um endlich einen Ort zu haben, in den die ganzen Kisten hineinpassen. Bedeutet, wir müssen Sachen wieder weglegen, die wir aktuell noch dabei haben. Ich weiß nicht, wie viel zum Beispiel Essen noch hier irgendwo reinpasst. Das würde da drüben in diese eine Kiste passen. Kohle, ja gut. Das können wir mal nach oben mitnehmen. Weil dann bauen wir jetzt als erstes unsere Bude da oben erstmal so aus, dass wir wenigstens Kisten lagern können, ja? Und dann Stück für Stück. Ich möchte an diesen Bauprojekten hier auch mal ein bisschen... das, oh, das ist aber schön. In diesem Bauprojekt noch mal ein bisschen Fortschritt sehen. Sehr hübsch gemacht mit dem höheren Gras. Das sieht toll aus, das gefällt mir. Gute Idee.
Ja, es sind so Dinge, die ich halt auch noch übernehmen muss, mal so ein paar Ideen mir zum neuen Texturenpack machen. Nicht nur den ganzen alten Krempel updaten, sondern auch ein bisschen was Neues reinbringen. Und das wird noch ein ganz schönes Stück Arbeit. Also da kann ich nicht sagen, wann das denn mal soweit sein wird. Das ist wirklich sehr viel Work to do. Die Musik ist cool. Ich hatte hier nicht zufällig schon mal irgendwo Werkzeug. Nein. Ich möchte aber wirklich nicht mit meinem Diamantkram daran gehen. Nur zwei Stücke. Hatten wir nicht auch Holz? Nee, hatten wir nicht. Also, ist nicht Fisch und nicht Fleisch momentan hier. Naja, gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Okay, setzen wir uns mal dran. Ja, ja, ich bin nie sonderlich gut darin, viele Dinge unter einen Hut zu bringen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine gute Charaktereigenschaft, weil ich mich dann auf eine Sache sehr stark fokussiere. Auf der anderen Seite zerdenke ich Dinge sehr viel oder bin mir nicht sicher, zerdenke ich sie nicht. Ja, nein, doch, vielleicht. Und, keine Ahnung, stellen mir quasi immer ab und zu mal selber so ein Bein. Und wenn ich halt viel Arbeit und alles drum und dran habe, ist es nichts, was ich zusammen unter einen Hut bringe. Nicht wirklich. Also das ist für mich dann überfordernd. Und dann brauche ich immer so ein bisschen Zeit, um keine Ahnung, Filme zu gucken, mich abzulenken und irgendwelche Videospiele zu spielen. Und in der Zeit nehme ich halt auch nicht auf. Aufnehmen ist was Kommunikatives, es ist was Aktives, was einen Teil haben lässt an etwas. Also soll heißen, wenn das ein oder andere Video dann halt gerade zu Minecraft mal nicht kommt, nehmt es mir nicht übel, aber das hat dann immer seine Gründe und nicht einfach nur, weil ich auch keinen Bock habe oder so. Also es ist ganz selten, dass sowas mal einfach kommt, weil ich keinen Bock habe. Das gibt's eigentlich nicht. Ich bin ein sehr fauler Mensch, soll heißen, ich bin es gewöhnt, prinzipiell mir in den Arsch zu treten, Dinge zu tun. Also eigentlich wie jeder Mensch, oder? Sind wir nicht alle irgendwo ein bisschen faul? Es ist Disziplin, die einen dazu bringt, nicht faul zu sein, das ist klar. Aber inwieweit man diszipliniert ist, sagt ja auch nichts über den Faulheitsgrad aus. Sehr disziplinierte Menschen können trotzdem super faul sein, wären es halt quasi, wären genauso lazy, wenn ihre Disziplin sie nicht halt so in die Mangel nehmen würde, dass sie halt sagen, ja, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, das muss ich machen oder das und das ist meine Aufgabe und das tue ich jetzt. Ne, nur mal einfach das mal angerissen zu haben, weil das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt. Ne, müssen wir auch noch irgendwas machen. Aber es hier fängt ja schon mal gut an. Können zwei Türen rein, da können auch Türen rein. Dann wäre das hier wäre so Richtung Keller. So Richtung Kellerraum. Genau, in diese zwei Richtungen. Und hier könnte man mehrere Etagen machen. Ich hatte ja auch schon zwischendrin mal Pläne, ne? Aber das weiß ich auch schon nicht mehr so genau alles. So war das nicht geplant. Danke. Wenn man mehrere Etagen machen will, ist das gar nicht so einfach. Man muss ja dann quasi hier wieder runterkommen können. Genius, honey. Genius. Genius. Also ich meine, wir haben einmal... Hallo, Huhn. Einmal die Möglichkeit... Alter, das ist so verwinkelt. Einmal die Möglichkeit, von hier draußen hier hinein zu gelangen. Und dann kommen wir hier hoch. Korrekt. Können wir die Wendeltreppe gehen und wir sind wieder hier. Oder wir nehmen eine andere Abzweigung hier lang, können da unten lang gehen und sind dann im Kellerbereich. Oder wir gehen da lang und wir haben den Bereich in Richtung, ich würde daraus machen, irgendwann Wohnung. Ja, ich glaube, hier machen wir die Wohnebene raus. Kann ich ja eigentlich hier auch noch ein bisschen was rauszwirbeln. Weil die sollte ja schon noch ein bisschen größer sein. Ah, Tomedor was shot by Skeleton. Rip, rip, rip. Rip, rip. Ich sag's ja Rob, richtig, Rob. Wir hatten ja festgestellt, das ist Tippfehler prägen das Leben. So. Tja, Faulheit ist halt auch so eine Sache in Minecraft. Seid ihr auch in Minecraft faul? Ich meine, sind wir so lazy, dass wir sogar in Videospielen faul sind? Zum Beispiel kann man ja, es gibt ja so Leute, die sind ja
sehr. Da mache ich alle Achievements und bla und blub und dann gehe ich alle Sidequests machen und dann kümmere ich mich um die Hauptstory und so und andere Leute gehen halt straight die Hauptstory entlang, weil sie keinen Bock haben oder selber, wie sie sagen, zu faul sind, die ganzen Nebenquests zu machen. Ist das auch so? Ich meine, sag doch mal, wie ist denn das bei euch in Videospielen? Seid ihr diejenigen, die Achievements machen, die ganzen Nebenstories haben wollen oder sagen wir mal einfach so, die das volle Programm mitnehmen, dahingehend fleißig sind, alles erreicht und gesehen zu haben? Erstens mal, warum? Einmal aus Ehrgeiz? Macht ihr das dann, wenn, dann aus Ehrgeiz? Oder macht euch das wirklich nur dann totale Freude? Oder kotzt euch da vieles auch von an und sagt, nee, ich habe eigentlich voll keinen Bock, das zu machen, aber weil ich Achievement Hunter bin, muss ich das machen und so? Ist jetzt nur mal so eine reine Neugierfrage, das würde mich doch sehr interessieren. Ach, die Fackel dahin, das ist totaler Schwachsinn. Oder seid ihr halt auch diejenigen, die in Videospielen halt auch nur das machen, was ihnen Spaß macht und dementsprechend sich halt auch nicht disziplinieren? Und wie wirkt sich das auf uns aus, wenn wir in Videospielen uns disziplinieren können? Wirkt sich das dann auch positiv aufs Privatleben aus? Oder kann es auch sein, dass wenn wir uns in Videospielen schon nicht disziplinieren und uns dann auch noch dafür belohnen permanent, dass wir uns nicht disziplinieren, dass das dann eventuell... zu größeren Problemen im Privatleben führen kann, sollte man sich mal überlegen, ob man halt nicht auch Geduld und Durchhaltevermögen in einem gewissen Maß, das gesund ist, durch Videospiele erlernen kann. Uns rippen gerade irgendwie alle auf dem Server, kann das sein? So, dann schaffe ich mal Durchgänge. Da nämlich ganz gerne. Cool. Wir sind hier im Außen. Das ist gut. Kann man ja so eine Art. Kann man so eine Art kleine Kammer machen? Vielleicht so ein Schlafgemach oder sowas? Mal gucken. Soll ja alles ein bisschen rustikaler hier werden. Ja, aber ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare sehr gespannt. Ich wollte sowieso bei so vielen alten Minecraft-Videos, ich lese ja mal tonnenweise und da würde ich immer gerne dann drauf eingehen und das ist so unglaublich viel. Dann vergesse ich wieder was und komme ich wieder auf ein anderes Thema und oh, das ist momentan ist richtig, richtig Chaos drin, weil ich nicht hinterherkomme, die Kommentare zu lesen. Also auf der einen Seite, Views sind weniger geworden, Zuschauer allgemein sind ein bisschen weniger geworden, aber bei manchen Projekten sind die Kommentare einfach so viel mehr geworden. Das ist so großartig. Das macht so viel mehr Spaß dann zu arbeiten, wenn man halt das Feedback auch direkt bekommt. Gerade so nach Fragen. Man fragt, ey Leute, wie ist das bei euch? Man kriegt kein Feedback. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Besonders wenn man in Anführungsstrichen größerer YouTuber ist oder sowas. Ich kann ja Kollegen verstehen, die dann manchmal so ein bisschen Unmut haben und denken, ja, aber bei anderen YouTubern, die haben viel mehr Aufmerksamkeit mit beschisseneren Themen. Eine schwierige Sache. So. Gut, ich. Oh, ja, das war's dann mit der Eisenhacke und draußen ist auch noch dunkel. Dann hole ich mir mal hier meine Schlagwerkzeuge raus. Ups, mit dem Schwert kann man jetzt auch gar nicht mehr blocken. Es geht jetzt nur noch mit dem Schild. Und irgendwie kommt es mir so ein bisschen blöd vor, dass es nur so ein gammeliges Holzschild ist. Gehen einfach mal nach oben und hoffen, dass das mit dem Bett klappt. Ja, also ich habe mit euch über das Thema mal geredet. Das war mir... Oh, ich habe mir von dem Schwein... Nicht das Schwein, das ist nur ein Schwein. Wollte nur sagen, dass das Thema mir sehr, sehr wichtig war, um euch mal darauf hinzuweisen. Ich lasse euch ja immer ein bisschen teilhaben an meinem Privatleben. So viel ich es für richtig halte, würde ich sagen. Oder so viel, wie es für mich gesund ist. Und was ich daraus lerne, möchte ich immer gleich teilen, weil... Also, wie soll ich sagen? Ich bin ein ängstlicher Mensch. Das mag man jetzt so gar nicht so glauben. Oh Gott, scheiße, machen die Schaden. Ich dachte, der müsste schon längst sterben bei so vielen Schlägen. Alter, okay. Der ist tot. Bin auch irgendwie kritisch gehittet. Alles klar. Ich bin Zombie gehört. Aha. Alter, die machen echt schon ganz gut Damage. Und der hält echt ganz schön was aus. Da fällt mir jetzt so eine Fire Protection Unbreaking Buchse gedroppt. Nicht schlecht.
Also man mag es gar nicht immer so glauben, ich bin ein recht ängstlicher Mensch, wie so eine Katze halt. Keine Ahnung, neues Katzenklon, ich komme damit nicht drauf klar. Aber ich weiß, wie man damit umgeht, indem man einfach es trotzdem macht. Klingt blöd. Aber Ängste kann man nur lösen, indem man sie überwindet. Und das ist sehr schwer. Und wenn man nicht darüber nachdenkt oder sich damit nicht beschäftigt, dann wird das auch nichts. Und das war eine Thematik, die ihr euch auch sehr, sehr vielen Videos gewünscht habt, dass ich mal wieder darüber reden soll. Deswegen tut es mir so ein bisschen leid, dass das in letzter Zeit so wenig war. Das reicht jetzt erstmal für ein paar Schipize hacken. Alles klar. Sieht ja schon cool aus, wenn man hier so schlägt und dann kommt da so... So Dinger dabei. Ne? Ihr wisst, was ich meine hier so... Speedlines. Speedlines kommen dann darum, wie beim Zeichnen. Speedlines nennt sich sowas, ja. So. Ich hoffe jetzt, ihr seid ein bisschen so auf dem Status Quo, warum das hier mit dem Minecraft immer so ein bisschen bröckelig geht. Aber das ist bei Minecraft eigentlich bei normal auf meinem Kanal. Das sollte eigentlich inzwischen jeder wissen. Minecraft ist anders. Okay, mit Freunden einfach so am Stück aufnehmen. Da hat man tonnenweise Zeit, das zu machen. Und von daher, was macht das Schwein da? Wieso tust du das? Willst du mich den Berg runterschubsen? Ich glaube, die Sau wollte mich töten. Ey, du dumme Sau, du. Ich glaube, die Sau wollte mich echt erledigen. Doch. Ich meinte, ich spüre die negativen Vibrations. Oder sie wollte kuscheln, das weiß ich auch nicht. Schweinchen kuscheln ja auch gerne. So, da haben wir noch eine mehr. Dann können wir da unten noch ein bisschen aushöhlen gehen. Und dann muss ich mir mal wieder eine Liste machen, was ich alles brauche an Holz, an Dekoration. Ich glaube, ganz viel Wolle für viel Teppich, um das auszulegen. Und Schilder für Beschilderung und so weiter und so fort. Und alternative Zugangswege der unterschiedlichsten Art. So dass ich jetzt immer hier die Möglichkeit habe, dann gut in den Berg zu kommen. Und dann überlegen wir uns, wie wir das Ganze innen drin gestalten wollen. Also wie das dann aussehen soll, was wir dann da entsprechend für Muster an den Wänden haben wollen. An verschiedensten Sachen. Aber das würde ich halt gerne mit meinem Texturenpack machen. Deswegen jetzt erstmal der Ausbau. Okay, gut. Ich nutze mal gerade aus, dass das Musikstück ausgelaufen ist. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Nochmal ein dickes Sorry, dass Minecraft so lange nicht kam und ich mich dazu auch nicht großartig geäußert habe. Aber ich möchte das halt auch immer so ein bisschen als selbstverständlich sehen, dass Dinge so kommen, wie sie kommen auf meinem Kanal. Und die Chance, dass ein Video kommt, irgendwie, wenn nachmittags es noch nicht aufgenommen ist, das sieht man auf meinem Upload-Kalender, ist halt ziemlich hoch. Das ist halt leider einfach so. Ich könnte auch den Upload-Plan, den ich habe, das Excel-Dokument noch ein bisschen her, ja, kommunikativer halten, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten Fragen zu Let's Play-Projekten einfach auf Ask.fm stellen. Das ist auch verlinkt in meinem Upload-Plan. Den Upload-Plan findet ihr auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Es ist Frühling draußen, genießt das Wetter. Ich habe tonnenweise Blumenbilder auf Instagram gepostet. Wer also trübes Wetter hat oder sagt, habe ich auch keine Frühlingsstimmung oder ich weiß nicht, kann ja mal da reingucken. Vielleicht lässt er sich ja frühlingshaft stimmen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Kommentieren, Bewerten, Liken, Favorisieren, Teilen vor allen Dingen, Mitteilen von euch. Und ja, auch fürs Ausschalten des Adblockers. Bis zum nächsten Mal. Wir singen!